Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt auf Waschbärs Werkstatt. Und heute bauen wir eine Tesla-Turbine. Jetzt übelst fancy an, aber das Teil ist eigentlich relativ simpel. Und das werde ich jetzt aus Holz auslasern. Ich habe hier auch gestern schon, wenn ich das richtige Fenster finde, genau hier schon mit Turbinenteile ausgeknobelt. Beziehungsweise im anderen Fenster, wenn ich es jetzt zumache, hier die Gehäuseteile. Yeah. Ich hoffe, mein System stürzt nicht ab oder sonst was, wie immer. Das ist so der Wahnsinn. Aber wir fluchen nicht, wir räumen die Werkstatt auf. Das ist erstmal das Erste. Ja. Und die Tesla-Turbine ist eine relativ einfache Geschichte, wie gesagt. Aber jetzt muss ich mal noch mal gucken. Ich muss sowieso hier noch ein paar Sachen. Wie sagt man das? Das ist ein anderes Projekt. Es wird auch noch kommen. Und da. Ach, das ist noch vom letzten Projekt. Und das jetzt hin. Ach, das tun wir jetzt einfach drüber. Und da muss ich sowieso noch ein paar Schraubenlöcher und so ausmessen. Und mir nervt jetzt der Kopfhörer, wir haben eh keine Musik, also ist mir das jetzt egal, weg damit. Ja, Musik frisst halt wieder Hardware und Hardware habe ich nicht, oder beziehungsweise frisst keine Hardware, sondern Systemleistung. Und Systemleistung habe ich nicht. Genau. Braucht dann bloß noch, den werden wir eh später noch brauchen. Das tun wir mal auf die Habenseite. Coolen Dings, das muss ich hier. Na, komm her, du. Sahnebutter auf Dule. Bring das alles hin. Und das dahin, sieht man das in der Kelle? Ja, ja, passt schon. Passt schon, sieht man alles. Gar nichts sieht man. Egal, das ist Schrauben. Ich werde sowieso metrische Schrauben hernehmen für die Montage von dem Teil. Also es ist sowieso Wurst. Ja, nicht die feine Englische, aber soweit. Löten tun wir euch nicht, ausnahmsweise mal nicht, dafür tun wir mehr Schrauben. Alles ruhig. Den werden wir noch brauchen. Stift brauchen wir nicht. Kabelbinder, ja gut, die abgeschnitten. Ja, Ordnung ist das halbe Leben. Das heißt, man braucht die halbe Zeit vom Leben. Einen wunderschönen guten Morgen, Bright Hammer, grüß dich. Ja, ich tue gar nicht mehr auf. Ist die Kiste für die Batteriehalter. Da. Hast du heute frei oder? Hey Sele, moin! Grüß dich! Habt ihr heute frei oder Spätschicht, Frühschicht? Keine Ahnung. Ja, für Frühschicht werdet ihr schon weg und für Spätschicht. Ach, ich kenne mich auch da nicht aus. So, das kann man. Kann man das hin tun? Das ist einerseits auf die Habenseite an. Ja gut, das kann weg. Das ist Müll. Das ist Brennwert. Spätschicht heute noch von 13.30 Uhr bis 22 Uhr. Ah ja, heute noch. Na, morgen starten wir wieder. Und dann ist ein Motor. Essen dort noch auf die Essener Motorshow und zu JP. Lass dir schmecken, du Arsch. Cool. Yeah, jetzt pass auf. Also ich habe jetzt Netzstrom, also meine Batterie ist natürlich furzleer, weil natürlich bei unserem coolen deutschen Wetter habe ich genau 5 Watt, was reinkommt. Solarleistung. Das ist immer das mit dem, ne, Set und so, also das ist die Turbine. Ich mache jetzt zuerst die, ja, kurze Erklärung. Das ist eigentlich nicht schwer, das ist eigentlich relativ
einfach das Ding. Man sieht halt hier mehrere Platten. Ich lege halt mehrere Platten aufeinander. So ergibt sich ein Schichtengehäuse. Das ist einfach die Art, was man beim Laser relativ schön machen kann. Man kann halt da viele Schichten aufeinander schichten. Man sieht hier drei gleiche Platten. Jetzt pass auf, kann ich nicht auf den Cursor. Also das ist das, wo das Fluid reinströmt und so. Das sind Endplatten, also zwei. Das sind auch zwei gleiche. Das sind auch, das ist ein bisschen verwirbelt. Zwei, 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 zwei und drei. Das Fluid strömt halt da durch. Wenn es dann aufeinander geplattet ist, hier habe ich nochmal Abschlussplatte. Ja, das ist aber ein bisschen schwer zum Erklären. Und das Fluid strömt dann da im Mittelpunkt aus. Und ich nutze halt quasi diesen Drehimpulser halt, das quasi zur Mitte hinfließt. Und das ist dann der Abfluss so mit der Endplatte, dass es keine Sauerei gibt, wenn es an der Achse rauskommt, an der Welle. Genau, ich muss jetzt noch ein bisschen was umändern. Und zwar muss ich die Schrauben. Oh Gott, ob ich das. Oh Gott, 12 Schrauben mal. Ja, gut, schauen wir mal, was wir denn erkennen. Nein, können wir nicht. Dann können wir es nicht umändern. Kann man das alles markieren? Ja, okay, cool, das kann man markieren. Weil ich da. Oh, Entschuldigung. Sieht man das? Ja, sieht man. Ja, mich sieht man halt nicht, aber ist egal. Das habe ich immer noch nicht umgestellt. Können wir das noch machen schnell? Ach nö, egal. Ich dich auch. Ja, bitte, bitte. Bussi aufs Bauchi. Ich brauchte jetzt mich nicht sehen hier. Wir haben jetzt hier, warum kann ich das nicht ändern? Ich will den Radius ändern. Ein bisschen näher ranzoomen. War das gleich wieder 3, oder? Ach, da darf ich jetzt nicht rumdrücken, weil sonst haust mein anderer Bildschirm zusammen. Okay. Kein Nummernblock. Ich brauche einen extra Eingabeblock. Da sind wir. Genau. Nee, warum kann ich jetzt den Radius nicht ändern? Wenn ich den Radius ändern, macht es nicht grau. Kann ich wieder markieren und nicht markieren? Ah ja, jetzt geht's. Komisch. Komisch, komisch. Nicht Fleisch, nicht Fisch haben dich. Also pass auf, ich habe eine 4er Gewindestange, so Gewindebolzen. Zeige ich noch mal kurz. Ob ich's hinkrieg. Die sind ja aus einem anderen Projekt übergeblieben. Aus meiner Knallgaszelle. Das sind so Gewindebolzen. Also eigentlich Gewindestangen abgeschnitten auf 6 cm, aber ich glaube, dass die nicht so dick wird, die ganze Turbine. Da brauche ich eben 12 Stück. Ich habe da ein paar. Und dann mit bisschen Angstzentimeter dazu. Das ist eigentlich ganz cool. Das sind, glaube ich, 4er. Ich habe echt noch, ohne Scheiß, ich habe echt noch keine Schieblehre. Ja, freilich sind es 4er. Oder nee, 5er. 5er Kern, doch, 5er. Sind 5er. Upsi. Ja, doch, sind 5er. 4er sind kleiner, das sind 4er. Nee. Geh raus hier. Nee, das ist eine 4er. Wenn ich hier 5er muttern. Egal, wir haben ein 5er, also 5er Kernloch. Glaube ich, heißt's. Also 5er Durchgangsloch, nicht Kernloch, Durchgangsloch. Nicht, dass mich hier jetzt einige verprügeln. 2,5, weil es ein Radius ist. Ui, sieht lustig aus. Okay, ich muss hier nochmal auf. Ich darf ja nicht hier rumdrücken auf dem Nummernpad. Das muss ich nur umstellen. Also Nummernpad ist einerseits cool, weil du zwei Tasten hast, die eigentlich doppelt belegt sind, aber ich muss jetzt die auf dem oberen Dings hernehmen. Also pass auf. Wir sind hier. Hier sind wir. Also schon ganz schön fett jetzt hier. Das ist eine relativ kleine Turbine. Ist ja egal. Weil je kleiner, desto mehr Drehzahl und das wäre sowieso witzig, wenn man das Teil natürlich dann dementsprechend schnell drehen würde. Aber ich glaube nicht, dass ich das jenseits von 5000 Umdrehungen drehen lassen kann. Wahrscheinlich, weil die ganze Bude dann um die Ohren fliegt, weil das Holz kein so geeignetes Konstruktionsmaterial ist. Aber es ist ein erster Test und das wäre jetzt cool. Ernsthaft, sind das nur 2,5 mm Radius? Also nicht Radiusdurchmesser. Gib mir das Lineal, ist es abpassen. Tatsache, okay, es ist so klein.
Es symbolisiert, dass ich nachdenke. Ja, Sili, tschüssi, schönen Tag noch. Lass dir gut gehen. Bis dann, ciao, ciao. Wir sehen uns. 5 Zentimeter, 5 Millimeter. Kurz wieder wechseln hier. Grafikkarte, verlass mich nicht. Mach bitte das Fenster gescheit. Muss ich das jetzt bei jedem umändern, oder? Mach es! Mach das weg! So ist das machen. Ja, Musik könnte man machen, aber ich weiß nicht, ob das Programm so viel RAM Ding frisst. CPU. Ich habe das Gefühl, dass das ziemlich aufwendig ist, das Kackprogramm. Ich mache einfach mal Musik. Aber ich muss wieder den Kopfhörer aufsetzen, dass ich weiß, was ich hier. Naja. Okay, 2,5 Zentimeter. Mal gucken, ob das überhaupt. Pass auf, ich brauche es nicht bei jedem Mal. Ich kopiere einfach die Dinge. Also, wir haben jetzt hier die zwei Prototypen. Du fliegst raus, du fliegst raus. Endplatte brauche ich eine. Du fliegst raus, du fliegst raus. Dich habe ich schon, du fliegst raus. Ja, genau nicht. Ich brauche hier doppelt. Man erkennt das, dass das bloß 5 Teile sind, sozusagen. Eigentlich könnte man es so lassen. Die eine können wir ja extra machen, beziehungsweise das können wir dahin kopieren. Die brauchen wir dreimal. Gib mir die bitte alle Dinge, ich will alles haben hier. So. Seitengröße innen auf den Auswahlrahmen. Wir sind auf 300 mal 200. Verdammt, weil wir ja nur ein A4 haben. Ne? Und 2 mm, jetzt habe ich es nämlich. Okay, dann pfeift drauf, dann machen wir 200. Weil ich muss da genau arbeiten. Da geht es wirklich dann um 3 mm aus. Okay, egal, das machen wir jetzt eben. Das Höhe 2,10. Das müssen wir dann wo, also 4 auf eine Seite machen. Ist ja egal. Jetzt erst einmal die Schraubenlöcher. 4 mm. Also ich weiß nicht, das sieht so riesig aus. Jetzt machen wir hier alle Schraubenlöcher bitte. 2,5. 3,5. Ja, das ist jetzt ein bisschen umständlich. Vielleicht kopiere ich das Ganze. Und ich darf nicht auf den doofen Nummernblock eingeben, weil sonst sieht man es wieder nicht hier. Heidenei. Gut. Keine Zahlen eingeben. Nee. Passt das so? Checkt das? Hoffentlich. So, da haben wir alle Durchgangslöcher jetzt auf 5 mm. Immer noch nicht sicher. War halt eine Schublehre, das ist ja schon verändert. Das war kein Kernloch. Falscher Bildschirm. Ja, danke. Vielen Dank für die Unterstützung. Aber das merke ich dann immer irgendwie schon. Ja. Dann speichere ich das unter dem Part 1. Das ist Level 1. Das kicken wir raus und den Ring. Ich muss jetzt hier jeweils 4 Teile machen.
Es sind ja, wie viele Teile sind es? Also, glaube ich, 11 oder so, das ist ganz komisch Ding. Okay, jetzt geht's ans Layout, das muss ich natürlich auf A4 Seiten raufpressen, möglichst cool. Ohne dass ich irgendwas doppelt auslasere. Jetzt passt. Auf, dann machen wir es einfach mal so. Dann erstmal die Turbinen-Innenteile. Dreimal brauche ich die und eine M-Platte dazu. Wir machen das Ganze verteilen. Ich hoffe, dass das jetzt alles ein Teil ist. Ne, nicht verteilen, sondern anordnen. Auch das anordnen, anordnen, Abstände, Millimeter, 2 in Abstände. 2 mal 2 natürlich. Was machst du? Warum? Warum? Danke. So wollte ich das haben. Mit 2 mm Abstand. Also jetzt muss ich bloß die Zeit wieder anpassen. Zeit der Anpassen, das passt. Das ist auf A4. Ich habe 2 mm Abstand. Somit habe ich keine Verbrutzelungen. Das ist Gehäuse 1. Gehäuse 1 können wir ja schon mal einlesen. Mal gucken, wie das. Genau, Gehäuse 1 einlesen. Wo ist das? Biblische Dörfer soll nur auf einer Schule in Deutschland. Das ist Autodidakt, das ist natürlich sehr speziell, aber Leute interessiert ja das. Ich sag mal so, das ist halt mein Faible. Da bin ich halt verrückt. Von den Irren verrückt, wie man einen Stuhl verrückt. Also jetzt schaut man mal den Laser an. Jetzt pass auf. Man darf sich nicht vom Publikum so rausbringen lassen. Also, no, hier mal alles. Habe ich hier natürlich super, super. Das ist natürlich jetzt. Ja, ich mache es jetzt kurz mal so. Jetzt haben wir hier natürlich Astlöcher drin. Das ist natürlich super geil. Lüfterpumpe. Mainpower. Genau. Jetzt, wie man hier sieht, hat man hier Astlöcher drin und das ist echt doof. Weil den Lüfter muss ich noch raus tun. Den Lüfter muss ich noch raus tun. Dachfenster auf. Lüfter. Mein super geiler Lüfter. Warte, scheiße, vielleicht sind wir es erst anschalten, was es draußen hat. So. Im Dach sieht es keiner, auch nicht der Vermieter. Ja, böhmische Dörfer, wie gesagt, ich war auch bloß eine Schule in Deutschland, Realschule und. Ja, aber mein Gott, es hindert ja einen nichts dran, dass man mal, dass man das macht, was man für richtig hält, was einen begeistert und nicht das, was einem vorgebetet wird. Aber gut, das ist eine Grundsatzdiskussion. Wir gehen jetzt wieder zum Laser rüber. Also, wir haben jetzt das Problem, dass wir Astlöcher drin haben. Einfach vom Material her ist klar, Holz- und Naturmaterial und so. Jetzt muss ich mal ausmessen, wo die ungefähr sind, dass ich es vielleicht ausschneiden kann. Also, bei mir in der Mitte von dem. Der Mitte von dieser Turbine ja Löcher drin haben und das fällt ja raus, das ist ja wurscht. Schlimm wäre jetzt hier diese Löcher, dass das da nicht durchschneidet, weil da natürlich Astlöcher härter sind. Das mag mein Laser nicht so ganz. Das bringt er nicht so durch. So, jetzt gucken wir nochmal. Ich messe das kurz nochmal aus. Laser ist aus. Ich glaube, du bist. Ah, das ist genau wahrscheinlich auf der Kante. Ja, es ist halt viel, wie sagt man da, Problembehebung und viel ringsrum.
Was man dann einfach nicht sieht, ist genau die 10 cm, wo ich die Kante schneide. Da habe ich auch unten die 2 cm. Das fällt dann raus, aber dann bin ich wieder hier. So. Also dann oben auf der anderen Seite. Weil das Teil müsste schon ein bisschen stabil sein, ne? Böhmische Dörfer, stimmt, da kommen wir mal vor vorne. jetzt pass auf. So ein anderes Blatt oder Brett. Ja. Das sieht gut aus. Ich habe mit 8, genau, das ist wieder auf dem blöden. Jetzt pass auf, dann tauschen wir einfach die Anordnung aus, weil das Deckbrettchen. Jetzt muss ich hier kurz den Bildschirm rummeln, ich bin noch nicht so affin mit dem Stream-Tool-Zeug. Dann tausche ich einfach die Anordnung aus. Weil der Deckel braucht nicht so viel. Das ist egal beim Deckel. Sag ich jetzt mal. Böhmische Dörfer. Du musst halt verrückt sein, sonst kommst du nicht weiter. Sonst bist du 40 Jahre in der Wurstfabrik. Reload das Abzug. Ist das jetzt dann hier? Nicht lautet. Genau, so ist das. Machen wir hier nochmal Reload das einfach. Dann sehen wir, dass die zwei Positionen sich unten austauschen, die zwei Teilchen. Dauert ewig lang, das neu zum Laden, das ist das Programm unglaublich langsam. Und voilà! Okay. Tesla-Turbine. Ja, jetzt machen wir einfach mal, so egal. Hau drauf, hau weg die Scheiße. Gehen wir hier mal zum Laser gehen. Der Laser ist aus. Möglichst nach links oben drücken, dass ich auf Nullpunkt bin. Mit meiner coolen Aussparung, was ich da gelesen habe. So. Dann. Ich finde es schade, dass Leute wieder abhauen, obwohl sie es nicht verstehen. Also, ich verstehe es nicht und ich hau ab. Und nicht versuchen zu verstehen, weil es könnte interessant sein. Ich sag mal so, das ist eigentlich ein technisch angewandtes Land. Jetzt machen wir hier nochmal. Pass auf, ist das jetzt. Ich wollte jetzt hier das Fenster ändern, genau. Jetzt machen wir hier nochmal einen Sprung. Bisschen rein, bisschen runter, einfach, dass ich die Kante nicht mitnehme. Wir haben es von der Höhe, weil wir haben ja 210, also unten, weil wir haben ja ein Querformat A4 Blatt. Jetzt pass auf, nochmal mal den Rektor Cut. Aber ich muss erst den Laser freigeben. Hardware-mäßig. So, Laser ist scharf. Die Stärke ist richtig eingestellt. Wasser ist an, Lüfter ist an. Die Kamera müssen wir auf Ding stellen und dann lassen wir mal knacken. Spannend. Ach, weh. Jetzt Moment. Ja, Welle haben wir noch keine. Okay, ich muss nämlich die Welle noch umändern. Weil die Welle passt noch nicht. Rektor Cut. Und bitte. Wo fährst du denn hin? Ötzifix! Es kommt immer näher! Boom! Was? Oh Gott! So. Na danke! Einmal mit Profis arbeiten! Bleibst du da drauf?
So! Ah, der ganz normale Wahnsinn! Warum fährt das Teil jetzt irgendwo hin? Warum? Es ist doch echt. Also. Das ist doch echt zum Scheiße schreien, oder? Aha. Naja. Naja, weiter im Text. Das hat jetzt keiner gesehen. Ja, bitte Analyze Laser Cut. Okay. Vielleicht sollten wir mal den Laserbereich abstecken, oder? So. Hä? Ach, okay. Hä? Soll ich nicht anrennen? Wo rennt denn der schon wieder an? Soll Ruhe geben. Okay, bis auf die Achse. Passt. Ja, da kommt ja nichts rein hinzu. Das ist mit der Achse. Die ist ja auch in Ordnung. Hast du irgendwo ein Kabel reingebaut? Der ist ja eigentlich praktisch. Du stehst dann nirgends an. Hm? Ja, so viel zum Live und so und überhaupt und sowieso. Schnell mal was lasern, das können Sie vergessen. Und da wundern, wenn ihr das gelaserte Teil mal ein bisschen mehr kostet. Ja, das ist aber teuer. Das habe ich nicht gedacht. Okay. Fahren wir bitte rüber, können wir es auch langsam machen, weil das Teil reparieren wir sonst alles weg. Ja, was hast du für ein Problem? Dumpy Axt. Ich kenne den Endpunkt nicht. Da fährt er irgendwo hin. Du fährst irgendwo hin. Ja, genau. Das ist, da bist du zu Hause. Da. Und sonst nirgends. Und warum fährst du irgendwo hin? Ja, es ist Livestream. Es ist halt Livestream. Ja, genau. Jetzt runter einmal bitte, ohne Rennplatten. Ja, geht doch! Was hat er denn? Oder war es wirklich bloß wieder mit Lüfter unten? Lüfter her in den Rennplatten, den muss ich vielleicht auch noch fixieren. Und jetzt links. Komisch. Komisch. Jetzt verabschieden sich wieder die Lüfte, ey, flipp aus. Komisch, komisch. Nicht Fleisch, nicht Fisch auf dem Tisch. Komisch. Ich hätte mal die 2 mm nicht. Nee, es passt ja. Ich habe es ja exakt ausgemessen normalerweise. Ja. Und? Ja, wo ist jetzt das Problem? Sehr schön. Alles gut. So. Jetzt. Vector Cut. Uhu.
Wieso fährst du irgendwo hin? Hä? Also irgendwo ist jetzt hier das totale Wunder. Naja. Nee. Hab ich irgendwas übersehen oder was? Ja, warum? Nee. Hab ich hier irgendein korruptes Pfeil oder was? Hab ich irgendwas kaputt gemacht? Der fährt da irgendwo hin, wenn er anfängt zu lesen. Stopp. Verstehe ich nicht. Habe ich noch nie gehabt. Verstehe ich nicht. Dass er über den Rand hinausfährt und mir alles wegschießt. Gut, dass hier alles ein bisschen steckbar ist und nicht so. Okay, irgendwas ist mit dem Pfeil nicht in Ordnung. Dass man da über den Rand hinausfährt, das habe ich noch nie erlebt. Ruhe! Gut, das liegt im Nackel da drin. Luft da unten los. Hi, Denai! Wieso fährt der mir über den Rand hinaus? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Hm? Kamera RIP? Nee. Normal nicht. Nee, funktioniert. Ich versteh's nicht. Habe ich noch nie gehabt, den Fehler. Er fährt mir total über den Bereich hinaus. Hat Inside First. Das. Was tut er nicht? Reloaden sein Pfeil. Okay, ich gebe ihn jetzt schon vom Design Pfeil her die richtige Orientierung vor. Okay, pass auf, warum fährt er? Also jetzt probiere ich es einfach stumpf nochmal. Wenn er nochmal drüber rausfährt, dann habe ich ja hier den. Nee. Fährt schon wieder drüber raus. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Okay, vielleicht starte ich einfach mal das Programm nochmal neu. Das setze ich die Weise nochmal zurück. Es ist so komisch, das habe ich nie wieder erlebt. Okay, pass auf.
Liegt es am Pfeil oder jetzt müssen wir wieder Troubleshooting machen? Jetzt machen wir einfach hier irgendwas mal. Tja. Machen wir dann eine mal hier zu. Ein anderes Pfeil. Dauert jetzt ein bisschen. Machen wir hier mal die Karte. Troubleshooting, der Laser ist aus. Ich brauche ein bisschen simulieren, dass das abfährt. Also der Laser ist ja ausgeschaltet. Gehen wir ein rüber. Machen wir weiter. Wenn wir nochmal drüber rausfährt, dann ist es ein anderes Problem. Ach, wir haben uns initialisiert. Ich muss ja da oben drücken! Da ist er noch initialisiert. Komisch. Okay. Da fährt er das ab richtig, dann ist das Pfeil korrumpiert irgendwie. Jetzt pass auf, jetzt machen wir es einfach. Die Turbine machen wir jetzt anders. Und zwar. Genau, die Turbine machen wir jetzt anders. Und zwar breche ich jetzt sämtliche Gruppierungen auf. Weil das ist das fertige Bild. Vielleicht habe ich einfach irgendeinen Scheiß zusammengeschustert hier. Das Gehäuse, warum hat das unten kein Loch? Stimmt aber nicht. Nope, das stimmt nicht. Ja, gut, dass ich sehe. So, okay, pass auf. Ich breche mal auf. So was nervt mich. Verstehst du? Dass man gleich resigniert und dann rausgeht. Und ich weiß nicht, ist das so interessant, das ist so langweilig. Sonst guckt sich auch jeder die, was ist denn, irgendwelche Autosendungen an und sonst was. Mit und ausrichten. Sehr schön. Vielleicht ist ja das sogar der Wind mit dem Zaunfall, dass ich hier das Loch da unten vergessen habe. Zum Beispiel. Zeigen wir ausrichten. Ich möchte aber, dass du links und oberer Rand noch zwei dazu gibst. 2 mm jeweils dabei. Ja, jetzt tun wir alle Verschachtelungen aufbrechen und ich habe das Gefühl, dass irgendwas irgendwie nicht checkt von der Pfaderkennung, ich weiß es nicht, und das irgendwie ihn stresst. Dann machen wir hier nochmal Gehäuse 1 laden wir. Rip. Oh. Cool. Immer mal als Laserkörper. Habe ich den jetzt? Ja. Geht wieder nicht. Oh Mensch, irgendwie ist die Karte ziemlich langsam. Achso, weil ich natürlich hier. Starten wir kurz neu. Als Laserkarte bitte. Ah, jetzt. Dann gehen wir auf das Fenster vom Laser. Und fest die Daumen drück, ganz fest die Daumen drück und Gummi. Okay.
werde schon wieder drüber raus. Ich krieg einen Vogel. Ich krieg einen Vogel gegen Anfall. Wieso fährst du da drüber raus? Hey, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist echt verflixt und zugenäht hier. Pass auf, wenn ich... Jetzt wird schon langsam voll bewegt. Zieht. Ja, schnell mal hier was lasern. Komisch. Wieso magst du mich nicht? Okay, dann machen wir es wirklich handisch, und zwar eins nach dem anderen. Normalerweise sind solch relativ einfachen Strukturen, also sieht schon komplex aus, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, da dreht er total am Rad, weil normalerweise habe ich ganz andere Strukturen schon ausgelasert. Das war eigentlich bisher überhaupt kein Problem, aber dass er jetzt so streikt, Okay, machen wir es erst einmal sehr pragmatisch, einfach mit einem Ding. Vielleicht habe ich irgendwas, ja, die Abgründe des QCs sind unergründlich, wie sagt man da? Die Wege des PCs sind unergründlich, sowas. Jetzt wird natürlich das Licht ausgemacht, jetzt sieht man natürlich nichts, aber ich mache es gleich wieder an. So. Dann fahren wir das alles hoch. Initialisieren. Vector Cut. Jetzt fährt er wieder irgendwo hin. Das gibt's nicht. Okay, pass auf. Jetzt pass auf. Wir machen das jetzt so. Wir stellen einfach eine neue Datei. Wahrscheinlich ist irgendwas schiefgelaufen. Irgendwas beim Konstruieren oder sowas. Pass auf. Neu, komplett neue Datei. Das Dokument, dann fügen wir das ein. Sagen wir, bitte eigentlich das aus. Das ist aber nicht das, was ich haben will. Das wollte ich haben. Genau. Und das ist jetzt mein neues Dokument. Speichern runter. Weil ich vielleicht einen E-Namen drin habe, aber ich habe ja andere Gehäuse auch schon gemacht. Daher nochmal hier. Eins. Zwei. So, dann tun wir es in den Newsbomber eingeben. Dann müssen wir uns stoppen. Sein Pfeil. Cool.
Okay, ich will noch 2 mm Abstand haben, die Leiste. Links oben. Und lesen wir hier ein nochmal ein. Dann haben wir ein bisschen eine Wand, die man übergeht. Aber ist es, woran liegt es? Ich verstehe es nicht, woran liegt es? Ansonsten muss ich hier echt abbrechen und Fehlersuche betreiben, mühseligst, dass das irgendwie hinhaut oder so. Macht eigentlich das Fenster nicht. So, jetzt. So, gehen wir mal zum Laser rüber. So, bitte in die Normalposition. Danke. Ich meine, die erkennt er ja. Das wäre sehr Endschalter. Das muss auf der Tumor initialisieren. Und bitte. Ey, so wie Wahnsinn. Das liegt nur, so wie eine neue Datei gemacht, jetzt funktioniert es. Hey, flip aus, ey. Hey, flip aus. Cool. Läuft. Oder? Ja, wie soll es da drauf kommen? Ist bestimmt irgendwie was beim Speichern kaputt gegangen. Keine Ahnung, Dateiname oder was weiß ich. AEG aus, AEG. Hoffentlich. Ich bin fast zu weit vom Rand weg. Ich glaube, das kann ich vergessen. Das sieht im Dunkeln auch cool aus. Wie ist so weit links? Ja, egal, der Außenwind ist es. Egal. Und das Außenwind. Sieht auch cool aus, ne? Ein bisschen ablüften lassen hier das Ganze. Warte ein paar Sekunden, lese aus. Dann komm raus, du Schnecke, du. Warum ist es so schief? Ist das Teil so. Das ist unglaublich schief. Dass man die Schiene verdrückt, ich hoffe nicht, sonst habe ich wieder Wartungsarbeiten geblieben. Ach nö, das ist auch das mit dem Headcrash. Guck, also es ist schief. Wird hier aber das Ding schief eingelegt. Also oben die Linie, hier, da, schief. Naja, okay, für den Rahmen soll es jetzt reichen. Ganz durch bin ich auch nicht. Das wollte ich tun, nicht so meinen, dass ich das zweimal schneide oder so. Ach, das ist immer das, das regt mich immer so auf. Das ist nicht super durchgeht. Ich brauche einfach mehr Bums hier. Das nervt mich alles so immer. Immer dieses Nachfrickeln. Einfach mehr Geld, das ist mein Problem. Ja, ich weiß. Mein Problem ist zurzeit, dass ich meine, ich komme immer zu kurz. Das ist mein Problem, aber das hat was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, nicht mit. Warum habe ich jetzt hier so eine Ausfransung drin? Cool. Das ist Habenteil jetzt hier. Das muss ich vielleicht noch ein bisschen abschleifen, weil es einfach doof ist. Das kann man eigentlich durchbrechen. Da kommen jetzt die Dinger durch. Genau. Und man hat da so komplett durch. Dann sieht das natürlich aus wie ein ultra super turbo technisches Teil. Genau. Ja, zu nah am Rand ist das Problem, ja. Normal überhaupt kein Problem. Ich habe die 2 mm, wie gesagt, schon einberechnet von dem links oben von dem Rand weg. Ich zeige es nochmal kurz hier. Bin ja schon reingegangen. 2 mm, schon von der Datei her. Von der Datei.
Nee. Da oben halt, ja, so viele Fenster und so an einem Bildschirm ist ein bisschen blöd zu zeigen. Ja. Okay, pass auf. Dann machen wir das jetzt so. Wir haben jetzt dieses eine Teil schon, obwohl mir gefällt es nicht. Ja, ist es egal. Pass auf, wir machen es. Ja, wir machen es nochmal. Jetzt kein Lust hier. Nee. Das Fenster. Sieht man jetzt hier genau. Ich muss hier das verbinden. Hier. Mit einer Zahl. Und gut, das eine ist jetzt schon ausgeschnitten, das muss ich hier wegmachen. Jetzt machen wir es wirklich pragmatisch, machen wir es nochmal dreimal. Aber jetzt hier so angeordnet. Zeichengröße. Strecken. Jetzt mache ich schon den Handtisch, normalerweise mache ich es nicht Handtisch. Du gehst bitte negativ 2 nach unten. Bitte nach rechts 2 mm, nach unten 2 mm. Das ist jetzt handtische Ausrichtung. Genau, 2 mm, 2 mm. Nee, nicht nach oben, falsche Dimension. Das da. Das da, das da. Das haben wir über ein bisschen Abstand, einfach zwingst. Zwecks dem Schneiden. Das links oben haben wir schon raus. Ich glaube, ich mache hier 4 mm ist einfach, oder 5 mm ist egal. Ist. Ein bisschen hier Puffer, Reload Design File und man sollte eigentlich laden und ausschneiden und überhaupt und sowieso. Nee. Was hat der Bine? Die Datei ist gespeichert. Mal gucken. Ich probiere das nochmal. Mir ist gerade was aufgefallen. Wenn ich das hier da so ausschneide. Mit 4-5 mm Versatz. Guck, dann komme ich da außen rum. Das Astloch ausschneiden müsste es auf der anderen Seite aus. Gut, das fällt auch raus. Das muss man halt berücksichtigen beim Werkstoffholz. Ja, das Acryl, was natürlich geiler wäre, habe ich zwar auch hier, aber für Testphase ist mir das zu teuer, weil naja, so eine Platte kostet jetzt 1 € ungefähr und eine Acrylplatte kostet, glaube ich, 4 € oder so eine. Und das ist mir jetzt ein bisschen für meine Verhältnisse, andere mögen drüber lachen, ist es mir zu teuer. Ich hab's nicht so gut. Ist einfach so. Nicht knallen, fix. Mal runter. Und als Punkt bin ich hier noch ein bisschen rum. Und ich hier nicht, wie es oben im Eck bin. Wundert mich. Bin ich da dran, habe ich das Gefühl. Sieht es halt aber auch nicht. Ich bin doch hier an der Schiene dran, oder? Dass du keinen Luft spaltest. Wenn wir jetzt die Platte anlegen, dann habe ich den Nullpunkt. Test! So! Und jetzt... Jetzt selektionieren wir den Laser. Wir haben den Abstand eingestellt. Links ist aktiv, Kamera ist auf... Ich nochmal. Okay. Okay, mein Fehler. Ich bin etwas nervös, aber
machst du denn? Okay, kriegt noch Daten. Gott sei Dank habe ich den Laser jetzt ausgeschaltet. Ja, okay, ich dachte schon wieder, dass er wieder verrückt spielt. Bevor ich einen Headcrash habe, schalte ich lieber aus. Okay, Nullposition. Laser schalten wir an. Wir initialisieren. Also Nullpunkt finden. Und dann weg der Cut. War das halt wieder links unten? Wo fängt es ja wieder komisch, ne? Okay, das wollte jetzt eigentlich nicht, dass die Kamera so verrückt, aber anscheinend passt es. Nee. Das ist super mit der neuen Absaugung, hey, fast kein Rauch herin. Das ist echt cool. Thank you.
Ja, wunderbar! Nie. So, liebe Rockstar-Schüler, so stelle ich mir das vor. Sogar mit ein bisschen Stabilität. Und wenn ich dann natürlich hier mehrere aufeinander montiere, kriege ich satte Stabilität. Ja, okay, wie immer halt immer so ein kleines Ding, was man rausploppen kann. Aber das ist ja irgendwie wie bei den Rebell-Dingern, sag jetzt mal, dieses, dass man das hier durchdrückt. Satisfaction würde es man im Englischen nennen, oder? Satisfying. Das gibt es ja im Deutschen nicht. Im Deutschen gibt es keine Befriedigung, ohne dass es sexuell klingt. Ja. Der Drops ist gelutscht. Du kommst auch raus. Blup. Und wer gleich anruft und sofort bestellt, bekommt gratis 100 solcher Punkte bei der nächsten Lieferung dazu. Huhu, Sarah Fienchen, grüß dich, Sarah. Ja, Pleiten, Pech und Pannen, ansonsten passt ja alles. Ja, heute bauen wir eine Tesla-Turbine. Und das ist so cool. Guck dir das an, diese Präzision, einen halben Millimeter Holz ungefähr, aber es hängt noch dran, das ist kackegal. Was ist dir? Oh, nee, der ist verbraucht. Ich weiß nicht, irgendwie ist es wahrscheinlich entweder durchs Holz, oder durch die Fokussierung vom Laser. Das Problem ist, es ist immer so eine Frickelarbeit, diesen Laser einzustellen über die Spiegel. Das ist echt Millimeter. Das hat sich so verabschiedet. Das neue Turbolader-Symbol. Oder eine Schnecke. Oder ein D oder ein P, ein Q oder eine 9 oder ach egal. Es ist immer so, du hast die Hälfte Ausschuss, das ist einfach so. Naja, okay, jetzt haben wir drei Gehäuse-Turbinenteile, die ich eigentlich wollte. Das ist mir jetzt ein bisschen egal, dass es da ein bisschen unschön aussieht. Und da ein bisschen, obwohl, vielleicht wegen Dichtigkeit, muss man mal gucken. Obwohl, bevor ich es wieder auseinandernehme, ach, egal, wir lösen das nochmal aus. Ich weiß nicht, das ist immer... Wenn du da rumtüftelst, das sieht dann aus wie A und F. Das kriegst du einfach nicht hin. Du bist halt kein Laser nicht. Das sieht dann immer aus wie... Ja, dann reißt's Holz. Ach, egal, weg damit. Wir machen jetzt noch einen. Ja, das ist immer... Das ist ganz normal. Schade, aber ist so. Aber was noch doofiger ist, ich möchte es ein bisschen jammern. Quasi das Holz kommt ja in so Dings, so fünffach und so, in A4 Format, das kriege ich so. Am freuste dich, möchtest was gläsern, machst ein frisches Paket auf. Äh, äh,
Super. Was soll ich denn da lasern mit dem vielen Nastlöchern? Das kannst du total vergessen. Hm. Ja, das zahlen dir die Leute nicht. Das ist das Problem. Du kannst so ein Hirschen, was ich ja letztens gemacht habe, die Hirschen, das kannst du nicht für, das kannst höchstens, was habe ich so von den Mädels gehört, dass du so ein Paket hast, quasi aus 4 kleinen Hirschen und einen großen, den könntest du für 8 € verkaufen, aber dass du hier, dass du hier über eine halbe Stunde reingesteckt hast oder so, plus Materialaufwand und Strom und Fluchen und sowieso, weil du musst ja auch Know-how haben, dann verdienst du 20 € in der Stunde. Ja, brutto, toll, als Selbstständiger so ungefähr. Ja, ist ja nicht selbstständig, so ungefähr. Ich verkauf's ja nicht. Ich schenk's ja bloß, ja. So, genug geflucht, genug gejammert. Sie mag es, wenn du fluchst. Weiter im Text. Wir haben jetzt hier natürlich unseren. Haben wir. Ich werde jetzt noch ein. Jetzt machen wir einfach unter 2. Seht jetzt eh nicht, was ich da mache, aber es ist ganz gut so. Weil ich gebe natürlich mein Portfolio nicht preis. Dann haben wir hier nochmal die Vorlagen. Das war ich noch schnell auf. Vorlagen. Ich glaube, das seht ihr jetzt nicht. Das ist ja egal. Also wir haben jetzt hier, das machen einfach mal die Enddeckel und die das machen wir. Jetzt wir jetzt von dem gar nichts hier. Okay. Bis dann. Let's fetz, sprach der Frosch und sprang in den Mixer. So, das haben wir weg. Das haben wir drin. Warum fehlt hier unten wieder der? Echt zum Mäusemelden. Man muss den Lüfter ausmachen, jetzt zieht es ganz gerne raus. Wir kennen jetzt hier. Bist du noch ein Objekt? Okay, du bist wirklich ein Objekt. Objekt aufbrechen. Ach nö. Mensch, ich kommt hier. Mittelpunkt bitte ausrichten. Danke. Nein. Vielleicht, eventuell. Oder die ganzen Fänge ausgestellt. Ich will doch, dass du alles mit allen irgendwie so fängst. Keine Ahnung, ich komme da nicht aus. Nein. Bitte? Ach ja. Ich bin doof. Vielleicht sollte man vorher gucken. Ja klar, dass hier die Aussparung fehlt. Mal schnell aus der anderen Datei gechapst. Genau. Das Ganze duplizieren, weil wir brauchen ja 2 jeweils. Das Ganze noch beziehungsweise kopieren. Dann machen wir daraus noch schön anordnen und zack. Und durch magische Hand haben wir jetzt hier ein schönes Dings. Bam. Da gehen wir das andere Programm, das Schneideprogramm, meinen Laserflüsterer. Wo ist der Teil? Mitzugriff. 2? Dann lädt das hoffentlich richtig. Ja, ich habe das Fenster nicht
Sarafinti, wie geht's dir? Bist du noch dran oder bist du schon weg? Ich sehe das aber immer nicht, wer im Chat ist und wer nicht. Cool. Machen wir hier Initialization. Genau. Man hört es vielleicht, so kurz macht. Und dann gehen wir vom Fenster her mal rüber. Das Licht natürlich ausgemacht. Das Licht und meine Lüfter. Das Holz hier, das sieht ganz gut aus. Beziehungsweise, wenn ich hier ja. Beziehungsweise, wenn ich ja hier ja Deckel habe, das ist ja vom Dings her ja nicht so brisant, vom strukturellen, also vom Ingenieurstechnischen. Ja, sogar vom Design her, habe ich es mit dem Brettchen hingetan. Gar nicht mal so schwierig. Ich habe jetzt hier ungefähr, ja, das ist halt voll drauf, gell? Das ist halt voll auf dem Astloch. Das hier, das ist mir Wurst. Das wäre egal. Aber halt nach unten ist doof. Ja, das ist halt immer das, was soll ich mit dem machen? Kannst bloß die zwei Dinge da ausschneiden. Das andere ist Müll. Ich will mein Geld zurück. So. Ich bin noch da, mehr wie leider nicht unten rechts noch. Unten rechts noch? Ja, ja. Das klingt gut. Ja. Die Frau ist gut, die kommt in die Suppe. Jetzt muss ich bloß ausmessen, wie viel das weg. Ja, es ist eigentlich egal. Haben wir 15 cm weg. Nee, wird heranpassen. Okay, das können wir für die Turbinenteile machen. Für das Gehäuse würde ich jetzt. Pass auf. 10. 10? Kann man ja auch so machen, oder? Das sieht ja bestimmt nicht schlecht aus. Dann gehen wir 5 cm rein. Also so ist es ist auch egal. 5 cm rein. Ist nicht so schön, aber besser. Ja, ich bin für deine konstruktive, für deinen konstruktiven Beitrag bin ich sehr dankbar. Jetzt pass auf. Das können wir für die Deckel machen. Für die Abschlussdinger. Da wo ich halt eben nicht lasern muss. So außenrum, das ist Wurst. Also 2 cm außenrum ist egal. Wir könnten das ja einfach versetzen. Das wäre wahrscheinlich das billigste und einfachste. Pass auf, bin ich hier. Ist das wieder das richtige Fenster? Ja. Versetzen wir das einfach die 2 nach unten plus 5 cm. Dann sieht das Ganze so aus. Die Breite überschreitet nicht das Maß von A4. Dann nehme ich das Brettchen her. Das oben funktioniert ja, wenn ich jetzt das nehme. Ja, dann nehmen wir das Brettchen her und wir sehen uns am Laser drücken. Nee. Hängt da blöde Lüfter unten so. Wo? Locker aus der Hüfte. Locker aus der Hüfte. Ich bin ins Oben bündig. Cool. Oh, jetzt sehen wir das AMF hier irgendwie.
Nicht traurig sein, Kopf hoch. Besser. Yeah. Okay, ja, und dann muss ich das ins Programm reinladen. Reload Design File. Langsam komme ich mit den Tasten klar. Aber ich weiß immer noch nicht, was Musik läuft. Die Musik grauenhaft ist, muss ich das im Chat reinschreiben. Man wartet und wartet und wartet. Ach, vielleicht sollte ich es vorher speichern, die Datei. Wir nehmen das auch. Okay, Reload Design File. Und los! Jetzt kommt die magische orange Sanduhr. Yeah. Cool. Ja, jetzt sprach der Frosch. Laser ist an. So viel bloß, dass ich jetzt hier nicht wieder den Tüdelü habe, also hier den dass ich sie verabschiedet habe. Yay! Läuft. Läuft. Okay, die Kamera ist ein bisschen doof positioniert, aber ich glaube, man sieht es ganz gut. Vor allem in der Nacht. Maybe like my family. Irgendwie so wie es geht. Ja, genau, dann schneide ich genau außen rum. Das ist das Ding. Ja, das ist schon der Deckel. Da schneidet er nichts mehr in der Mitte. Sieht immer so knapp aus der Position, gell? Immer so eng und alles so. Aber ich glaube, das macht nur die Perspektive aus. Schiene, bleib, wo du bist. Ah, wir kommen da näher. Nee, aber das ist. Eigentlich kann die Schiene da nicht anrennen, weil das ist so weit weg auch noch. Sieht bloß von der Perspektive eher so aus. Naja. Mann, warum ist mein Rechner schon wieder auf 100%? Das gibt's doch nicht, oder? Ach, ich muss den ein bisschen höher legen, dass Frank ein bisschen kühlt.
Ich habe keinen USB-Stick mehr frei, gar nichts mehr. Muss ein bisschen besser kühlen, das Ganze. So, das habe ich meine Powerbank hier. Kühlen wir meinen CPU. So, die Reihen tue ich nochmal. Ich glaube, die Platte Design aber so ähnlich. Okay. Sind wir auch schon fertig? Ich muss echt die Tasten umhängen. Naja, egal. Sieht aus. Ja, das sieht doch sacre köstlich aus, oder? Das sind die Türbeizungen. Teile, dann noch zwei einfach hier und fallen die raus. Ah ja, ja genau das meine ich. Den doofen Astlöchern hier. Da kann man sich gescheit durchsägen. Jetzt der Problem. Aber ich sollte es irgendwie rausbrechen können. So, was ist hier unten los? Hier unten war auch eine Verbindung, ganz komisch. Das kann ich hoffentlich mit Hebel raus. Ja genau, das ist eben das. Das ist halt kein sauberer Dings nicht. Das ist einfach doof. Na komm, wegbrechen, aber es sieht halt einfach nicht sauber aus. Naja, das Ding haben wir jetzt. Das Ding haben wir jetzt. Ein bisschen weiter. Naja, Gott, das wird mir nichts geholfen. Okay, geht sogar. Geht sogar. Mache ich eigentlich sehr ungern, dass ich danach schnitze, aber es geht anscheinend. Manchmal geht es zumindest. Gut, das sind jetzt wie gesagt keine Teile, die wir jetzt erst. Ist ja alles Versuchsstellung. So, ich nehme jetzt hier die drei Turbinenteile. Dann haben wir die Abdeckplatte links und rechts und die Aus-
Laufdinger links und rechts, die kommen alle so hin. Genau so hin. Und dann dazwischen die Turbine. Dann haben wir hier den Auslass und hier den Einlass. Juhu! Voll cool. Jetzt muss ich bloß überlegen, die Bolzen sind lang genug, ja. 100 Meter lang genug. Okay, cool. Das wäre jetzt der erste Streich. Und somit haben wir das eigentlich super geil schon gefertigt. Aber ich glaube, ich muss noch was machen. Irgendwas habe ich vergessen. Also steht die dann. Und dann in der Mitte kommt... Ja, genau, die Auslassteile habe ich jetzt vergessen. Brauche ich eigentlich noch ein Turbinenteil? Ich muss gerade überlegen, ich habe vier kleine und drei. Ich muss kurz überlegen. Ich brauche noch die kleinen. Die kleinen brauche ich noch, quasi wo die Welle drin liegt. Die habe ich ja schon mal vorbereitet. So. Das ist das Wellenteil, wo die Welle dann drin liegt. Aber dann brauche ich dann noch was. Es geht ja dann nicht rein, weil ich drei Wellenteile habe. Drei Wellenteile? Ach, ich muss kurz nochmal. Ich glaube, das muss ich nacheinander machen, weil dafür reicht mein Arbeitsspeicher nicht aus. Also wer darf? Und genau. Gehen wir mal rein ins Programm. Rein ins Programm. Rein ins Programm. Wir gehen jetzt rein ins Programm. Genau, da liegt die Welle dann drin. Ich muss jetzt kurz die Turbinenteile noch dazufügen, sonst check ich echt noch nichts mehr. Also die Häuser haben jetzt fast fertig. Jetzt haben wir hier die Turbinenteile. Seht ihr gleich. Gleich kommt's. Gleich. Und bumm. Wenn ich jetzt hier die Turbinenteile habe, sind eigentlich bloß Scheiben. Aber ich habe ja dann sieben dicke quasi. Sieben Platten dicke, weil die kommen alle aufeinander. Zwei essen quasi die. Da kommt die. Also das Teil kommt dann da so rein. Aber ich weiß eh schon, dass das nicht funktionieren wird, weil die Reibung wahrscheinlich unglaublich groß sein wird. Aber ist ja egal. Es geht ja nur um das, dass man es mal gebaut hat und wie sich das verhält. Ich habe bloß drei, also gut kommt, also es ist eigentlich noch zu klein, die Kammer. Wenn ich drei Teile habe, dann brauche ich noch zwei von den Schnecken. Noch zwei von den Schnecken. Na, passt das schon. Okay, also Turbine weg, Gehäuse her. Schnecke. Hier zweimal bitte. Und dann haben wir auch schon hier unser Turbine. Über die Tour. Haben wir es jetzt irgendwo da? Das habe ich gesehen. Ausrichten. Das ist die dritte Turbine. Genau. Dann haben wir das jetzt. Genau, was soll das eigentlich sein? Ich habe hier irgendwas vergessen. Ein entsprechendes Brettchen haben wir natürlich noch. Okay, dann gehen wir drüber ins Programm. Dann laden wir das Design-File Nummer 3. Wo haben wir es denn? Nummer 3. Haben wir es gespeichert. So, funktioniert. Ein bisschen. Es ist echt typisch. Wenn man Zeit hat, meldet sich keiner. Wenn man keine Zeit hat, ist der Messenger wieder voll. Blinkt er die ganze Zeit auf. Naja, egal. Wir haben jetzt das drin.
Okay, dann schneiden wir das aus als nächstes. Und ist das eigentlich richtig eine kleine Turbine. Gucken wir mal, ob wir damit aus Bewegung eine Rotation machen können. Also eine lineare Rotation. Jetzt habe ich wieder so ein blödes Ding hier. Na, die Teile sind kritisch, dann nehme ich jetzt ein gescheites Projekt. Muss bei mir dabei sein. So. So, keine Versuche mehr, jetzt brauche ich ein ordentliches Brettchen. Das ist echt wie würfeln, ob man ein gescheites Brettchen bekommt. Ja. Und das erste Brettchen sieht ja super aus, bestimmt. Und das nächste auch und das übernächste auch. Hoffentlich, Ruhe. Ja, das nehmen wir her. Obwohl, das gefällt mir auch nicht mit dem Riss drin. Das nehmen wir her, das ist egal, das ist mal rechts aus. Das nehme ich her. Das sieht gut aus. Ja gut, das können wir vielleicht noch anderweitig einnehmen für so künstlerische Projekte. Vielleicht beim Hirschen oder so. Mal gucken. Ja. Ich trage meinen Klagen vor. Wie liegt das jetzt nicht schnell raus? Ich hier noch Punkte auf der Spitze oder was hier? Doch irgendwo ist das so verkogelt mittlerweile. Ganze Geschichte. Ja, ist halt nichts, ganz nichts. Halt, das muss ich halt echt noch mal so einen Tisch besorgen, aber es wird wieder alles weg. Luft an, Laser an. Wir könnten die Kamera ein bisschen runter tun. So vielleicht. Abläuft es an. Ja, viel gebracht hat es nicht wirklich. Finalize Cutter. Ist es an? Lüftung ist an. Wasser ist an. Machen wir Vector Cut. Sieht gut aus. So. Die Show genießt. Mache ich dabei jetzt schon mal an der Welle weiter, an der eigentlichen Turbine.
Das ist der letzte hier. Hier. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Nicht gut drücken hier. Thank you.
nicht den Nummernblock reinnehmen. Schon fertig. Sehr schön. Über diese Punkte. So. Jetzt habe ich über diese Punkte rumliegen im Laser, diese ganzen Ausschnitte da. Cool. Das links oben, das mag er nicht so anscheinend. Wir müssen wieder ein bisschen einstellen hier. Hier ist ein gerade kritisches Bauteil, wo die Welle drin wandert. Ja gut, das Holz ist sowieso wahrscheinlich hier ein blöder Ausgangsstoff. Aber ich kann leider kein Metall schneiden, das wäre natürlich das Nonplusultra. Na komm raus, na komm raus! Das ist eben das. Das ist eben das. Das mache ich nicht extrem ungern, dieses komische Nachschneiden da. Das einfach wahnsinnig unpräzise ist. Und lästig vor allem. So ist keine Geduld. So, Keks raus, Keks raus. Was nehmen wir mit der Welle? Cool. Sieht witzig aus. Dann haben wir hier jede Menge Müll. Zu einem. Gut, das hätte ich jetzt vielleicht schon sogar als Welle ausschneiden können, aber ist mir jetzt egal. Was da drin dann so wandert. Das ist schon ganz gut, dass wir jetzt echt das Welle schon ausschneiden können. Naja, egal. Wir haben es ja. Wir haben es ja.
So. Kekse kommen auch weg. So, jetzt ist eine spannende Frage, ob die Welle lang genug sind, wenn ich jetzt das bis alles hier drauf habe. Auf alle Fälle brauchen wir hier nochmal das hier aufgedoppelt drauf. Das sollte schon gehen. Das auf mit diese 5. Also hier muss ich noch eine. Muss ja noch die Wellenlagerung drauf. Der Ausrichtung da oben. Das hinhaut. Dann muss der Auslass noch drauf. Damit das Wasser oder das Gas nach unten entweichen kann. Und dann die Abdeckplatte. Damit das nicht rum. Ach, das geht ja ganz leicht. Dann haben wir hier noch die Abdeckplatte, also die Wellenlagerung. Ist richtig orientiert. Dann haben wir hier nochmal den Abfluss. Und dann haben wir die Abdeckplatte. Das haut ja hin, das haut ja wunderbar hin mit der Länge. Sehr schön, rein nichts zuschneiden, weil das ist eine jaugenheilende Arbeit, diese blöden Bolzen hier zuzuziehen. Ja, und hier ist die kleine Tesla-Turbine. Mit Auslass und Einlass oben. Muss ich vielleicht auch noch irgendwie was drauf leimen oder so. Ich weiß ja gar nicht, wie ich es anschließen soll. Das ist das Nächste. Hm. Ja, cool. Coole Sache. Die Bolzen passen. Kann man da überall durchstecken. Gut, ich muss sowieso nochmal auseinandernehmen. Also es ist egal, wie ich die reinstecke. Ob ich die reinstecke, müssen sowieso nochmal raus. Coole Sache, jetzt machen wir die Welle. Die Welle ist eigentlich auch nicht schwer. Nee, das war der Knopf. Hä? Was machst du jetzt hier für ein schönes Ding? Achso, das Fenster. Okay. Besser. Ja, ich muss hier nochmal neu designen. Das ist jetzt ein bisschen. Ich mache mal den Lüfter aus. Das ist kalt hier. Mal drehen. Stimmt, ich wollte hier 120 Grad Winkel haben. Ne, der passt nicht noch mehr. 150? 150? Ach, nicht mit dem Nummernblock. Nicht mit dem Nummernblock! 150, das könnte hinhauen. 150. Dazu 120 Grad versetzt, ergibt 30. Ne. Und dazu senkrecht immer diesen besagten Stern. Das ist die Bohrung und die möchte ich halt hier möglichst mittig. Blitz auf. Ach, lassen wir das. Will ich das auf die Linie da haben? Ja, das will ich auf die Linie da haben. Das ist die Linie des großen Hilfsspiels. Genau. Ja, 2,5 mm, das ist ja gar nichts hier. Ich muss ein bisschen reingehen. Genau ein bisschen rein. Und zwar, Google Mutter, kriege ich immer noch rein. Ja, ist eigentlich egal. Wir können da schon mal 5 mm, weil auf dem Rand haben wir relativ viel Zentralkraft und nicht die Tasten. Wie oft noch? Nicht die Tasten.
Da. Das schaut jetzt natürlich aus wie ein Ei. Jetzt sind wir auf der Ebene. Ziehen wir es da hin. Mann, das ist cool. Ja, doch, das gefällt mir besser. Können wir das dann kleiner machen? Die Zwischenwelle. Ich hätte dann weniger Masse. Nö. Nö, das machen wir nicht. Nicht, dass mir hier das Teil vernudelt. Dann nehme ich dich komplett. Und jetzt alles, ich roll auf. Ach, die Welle, stimmt, die Welle wollte ich kleiner machen. Die Welle wollte ich kleiner machen, und zwar ist das eine 8er Welle. Hier. Also eine 8er Gewindestange, nichts Besonderes, nichts Tolles, nichts super Maschinen speziell. Sogar recht primitiv. Wobei primitiv ja nicht dumm ist. Habe ich jetzt alles. Ja. Muss jetzt natürlich auf das geänderte Modell. Die Hilfslinie können weg. Ich wollte die Hilfslinie wegmachen. Und die ausblenden. Das ist ein bisschen fiesel, aber ich verstehe nicht, dass es aufs Pixel genau sein muss. Die Auswahl. So. Machen wir viermal. Und du kommst auch da so rein, in die Mitte bitte. Fang an die Mitte. Mitte. Wo ist die Mitte? Da ist die Mitte. Ja. Den anderen Keks schmeißen wir weg. Das andere Zeug. Das ist schon verbunden. Gott, da kennen sie ihn gar noch raus. Zack. Das und den Ring brauchen wir auch nicht, weil die, ja klar, das muss ich erst aufbrechen. Beziehungsweise, damit ich mich auskenne, mache ich das zuerst weg. Weg. Das ist die neue Version. Ich kann den Mittelpunkt ausrichten. Es ist halt cool, wenn man alles aktiviert, bis ich da erstmal raufgekommen bin, dass man hier da alles aktivieren kann mit den ganzen Fängen und so weiter und wie dann ist es natürlich extrem erleichternd. Ich mache jetzt den blöden grauen Kreis mit der auf. Den grauen Kreis weg. Also da wird das dann durchgeschraubt und befestigt. Da wird das dann durchgeschraubt und befestigt, ist die Welle. Und das ist der Auslass der Turbine. Genau. In der Theorie. Wir haben aber gesagt, dass der Kreis wegkommt. Beziehungsweise lasse ich den als Orientierung. Nee, mit dem. Den können wir dann grau machen. Also, nicht viel. Also, rot heißt immer lasern. Und was anders heißt, verstehe ich nicht, mache ich nicht. Das ist ganz gut so. Also quasi, und das dann auch an. Dann haben wir das. Und das ist halt super geil. Ist ja klar, fertig mal sowas ohne Laser. Das ist ja Wahnsinn. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das machen soll. Aus oder CNC-Fräse, das ist schon klar, aber mit von Hand. Das hat das Video so cool. Ja, so würde ich es jetzt nicht anordnen. Vielleicht so. Gucken, was das Dokument sagt. 42 Breite. Das könnte hinhauen. Aber wir machen jetzt einfach mal so, dass das nicht 2x2, sondern ne, genau, also eine Zeile 4 Spalten. Sieht doch gut aus. Ja, cool.
So viel größer, wie du bist. Cool, 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 cool. Ich nehme mal das andere rein. Habe ich da jetzt Platz zum Schrauben? Wenn jetzt die Welle ist, die Welle aufhört, da wo ich auch Platz zum Abfluss. Scheibengleis, das ist zu eng. Da muss ich mir was einfallen lassen, das kann ich so nicht verschrauben. Verdammt! Braucht man fast noch eine Platte, die dicker ist, ohne das andere jetzt hier wegzuschmeißen. Ja, dann wird der Ausfluss auch ein bisschen größer, weil das ist wahrscheinlich jetzt hier das Nadelöhr, wenn der Einfluss so riesig ist und das so klein, oder so flach zumindest. Ja, zwei Platten können wir noch drauf machen, aber dann ist Grenze. Da habe ich jetzt mal bei Muttern und Beilaugscheiben müssen auch noch drauf zum Befestigen. Cool. Wenn es ist, muss ich wahrscheinlich Dichtung in Auto reinmachen, das Teil muss ja dicht werden. Naja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Markieren, kick doch mal. Okay, wir haben die Turbine, jetzt schneiden wir erstmal die Turbine aus. Turbine und dann können wir schauen, oder ob wir es nur über die Welle befestigen. Ob wir es nur über die Welle hier befestigen. Naja, egal. Wir gehen jetzt zum Laser rüber. Das haben wir auch. Ich muss ein bisschen den Abstand einstellen. Links. Zwei, das hat sich bewährt. Dann machen wir hier, ach ja, vielleicht jetzt bis nur ein Feld hingenommen habe. Hat es wieder die Sinne verdroschen. Okay. Cool. Das ist da. Dann an das Programm. Reload Design File. Haben wir es gespeichert. Coolio. Müssen wir ein bisschen warten. Zack. Wie breit sind wir? 249. Das ist locker. Und gehen wir zum Laser rüber. Was bedeutet die Welle? Ein wahrlich astreines Blatt. Wo sind wir denn hier? Das Programm sagt 124 mm insgesamt. Astloch. Ja, das nehmen wir. Ja, das ist gut. Mama muss mal. Ach. Mama muss mal auch Glück haben, oder? Haut das hin? Puh, doch, haut hin. Ist gekauft. Ist gekauft. Nehmen Ich glaube, das war einfach eine Schnapsidee, das Ganze aus Holz zu bauen. So, jetzt gucken wir mal. Laser ist online. Initialisiert haben wir ihn. Lüftung an, Wasser an. Laser ist an, Laser ist eingestellt. Vector Cut. Ich habe noch nie so ein komisches Langloch, oval-linienförmiges Teil gebohrt, gelasert.
Nido, voll geil. Das ist jetzt der kleine Keks. Der kleine Keks. Plop. Deswegen die 2 mm Abstand oder im Bauteil. Wenn es irgendwie schräg rausfällt, dass das sich nicht verkantet, beziehungsweise der Laserstrahl ist irgendwie. Jetzt sollte es runterfahren, nochmal ansehen. Dann habe ich schon ein paar Mal Probleme gehabt bei kleinen Bauteilen. Genau das meine ich. Sieht man ja nicht das andere Bauteil an, weil es schräg rumliegt. Das ist eigentlich das andere. Das sieht auch super cool aus. Ist ja wohl logisch. Dankeschön. Das ist auch, das wird besser, wenn ich mich draußen mache hier. Voll Laser, wie du abgehst. Ich möchte natürlich in der Zwischenzeit, das Häuser ist jetzt fertig, das können wir schließen. Ich muss jetzt dann noch eins konstruieren. Das war den zweiten Atlas. Also jetzt geht wieder die Mitschwerte über den zweiten Atlas. Sei ganz cool, weil natürlich ich den überwachen kann über die Kamera. Weil den Laser lasse ich natürlich nie unbeobachtet, weil natürlich die Brandlast, würde ich sagen, hoch ist oder so. Der macht das schon sehr gut.
Aber ich habe auch dementsprechend extrem viel Lüfter dran, dass so viel Luft hinkommt, dass ja nichts brennen anfängt, dass jede Flamme gleich ausgepustet wird. Aber trotzdem lasse ich den nicht alleine. Ich wollte jetzt wissen, wie hoch so eine 5er Mutter ist. So, okay, das haben wir jetzt fertig. Jetzt müssen wir raus. Und jetzt, jetzt bin ich gespannt. Wie geil die Welle. Oh, ein Traum! Ein Traum aus Birkensperrholz. Komm her, ihr Kekse. So, dann haben wir eigentlich, jetzt pass auf, machen wir mal die Welsen im Ding aus. Das ist nicht in die Lüftung, sonst wird es zu kalt hier. Oh, na, die Füße! Oh, wie geil! So, das können wir mal verwenden vielleicht. So, jetzt haben wir hier, das ist auch Müll. Jetzt haben wir hier die Welle. Das ist jetzt die. Boah, das ist echt cool. Das Beste ist, wenn man nichts nacharbeiten muss, vor allem von einem rotierenden Teil, weil das muss natürlich präzise gefertigt werden. Ich hoffe bloß, dass ich. Aber ich denke schon, dass das keine Umwucht. Ah, das ist cool. Fancy. Ja, weil die Welle kommt jetzt so zusammen. Also es ist natürlich immer gleich auf gleich. Und jetzt ergibt sich schon langsam für den, der es halt nicht in mein, also der für den, der außerhalb von meinem Kopf sitzt, also jeder, ein Bild. Wenn ich jetzt hier das so sandwichweise zusammensetze, dann ist das die Welle. Genau, und die kommen noch vorne und hinten drauf. Das ist quasi der, was ich hier so ein Sandwich so. Sieht das dann aus. Jetzt brauche ich bloß noch die passenden Schrauben. Das ist der tricky part. Also ich könnte jetzt hier schon mal die so vier Dings durchstecken, damit das nicht auseinanderfällt. Das ist eine relativ simple Version. Das Teil rotiert dann. Das ist mein Rotor. Das ist jetzt nicht die endgültige Schraube, das ist nur zur Fixierung her. Dass die Welle beieinander bleibt. Ich brauche die drei außerhalb, die drei Schraubenlöcher außerhalb, weil nämlich hier durch diese ovalen Löcher das Medium dann durchfließt. Und wie ihr seht, ist das dann komplett riesen, durchlässig, durchsichtig, wenn ich alle übereinander lege. Und da kommt natürlich die Motorwelle, also die Welle durch komplett. Wie ich es richtig ausgelesen habe. Ja, und so rotiert es dann. Hui! Unglaublich viel Reibung, unglaublich schlechtes Engineering, sage ich jetzt mal. Aber für den Materialaufwand, für die paar Euro und eine Turbine bauen, das soll man erst mal einer nachmachen. So gesehen. Muss ja vielleicht ein paar Kugellager hernehmen, aber Kugellager kostet jetzt auch nicht die Welt und schon habe ich die Reibung extrem reduziert. Das kommt jetzt dann da rein. Ne? Aber erst möchte ich die Welle an sich, also den Rotor, also das Teil an sich verschrauben, also mitten in die Schräubchen. Aber, weil wir hier natürlich beschränkt sind durch die Endplatten, müsste das alles ziemlich passgenau sein. Sprich, ich werde nicht drum rumkommen, dass ich mir irgendeine Schraube zusäge, die halt dann genau die Rotorlänge hat, also so auf die Länge dann auch. Wie mache ich denn das? Oder ich hau mir jetzt einfach noch ein paar. Also eine Platte kann ich da noch drauf machen, vorne und hinten. Dann ist es gesättigt, sage ich jetzt mal. Jetzt hier noch. Auch noch. Weil das ist dann
Das ist dann so. Also wir, okay, ich baue es jetzt erstmal ein. So. Das weg. Und dass ich hier ein bisschen. Habe jetzt die Hut drin, die habe ich in einer anderen Box drin. Momenten. Box. Unglaublich schwere Schraubenkiste hier. Ich so ziemlich jede Mutter drin ab, die ich hier brauche. Also wir brauchen natürlich für die fette Welle hier so die 2,8er Muttern zum Fixieren, am besten, wir haben 4 zum Sperren. Dann brauchen wir die schönen Hutmuttern, damit das schaut das gleich fancy aus. Voll cool, Hutmuttern. Ich liebe dieses System, da kannst du die Dinge raustun, dann brauchst du nur das, nimmst du nicht das, was du brauchst. Die brauche ich und voraussichtlich die, aber nicht so viele. Ah ja, ist ja egal. Mal raus. Dann ist das cool, dann kann ich die wegpacken. Oder brauche ich noch vielleicht die dazu. Karosserie schreiben. Yeah. Ist das richtige Wort? Cool. Jetzt machen wir erstmal die Hutmuttern da drauf. Dass das einen Abschluss gibt. Tut man sich auch nicht weh und so. Ist die Welle verbogen? Nee. Genau, dann habe ich hier auch einen Abschluss. Hier kommt auf eine Seite mal jetzt hier die Ding drauf. Die Hutmuttern, weil sie so ein schönes Hütchen haben. Und schaut das richtig fancy aus. Voll professionell. Mit dem Astloch. Hat sogar was. Machen wir es so. So sieht man es noch besser. Mehr. So hell irgendwie. Muss man das Licht hier gleich ausmachen. Naja, okay. Aber wir können das Licht ausmachen. Das stört jetzt keinen. Also es wird nicht zu dunkel. Kommt wieder drauf. Das hat jetzt eine Geduldsarbeit, sage ich jetzt mal, beziehungsweise, ja, lassen wir die Pumpe an. Ich bin ja eh froh, dass ich diese Gewindestangen habe, weil dann bräuchte ich noch 2 Stunden mehr. Jetzt ist dann bald Mittag und bis dahin möchte ich es eigentlich, naja, fertig wahrscheinlich nicht, aber zumindest mal ganz aufgebaut, weil ich brauche sowieso noch einen Anschluss irgendwie von einem Schlauch auf das da. Ich habe keine Ahnung, wie ich das fertige, dass ich einfach eine Zuleitung habe, quasi entweder mit Luft, also das Luft als Medium habe oder eben Wasser als Medium oder sogar Dampf als Medium, was sie eigentlich konzipiert ist, aber halt nicht mit dem Holz. Aber ich denke schon, dass Holz Dampf aushält, das glaube ich schon. Ja, wie gesagt, das ist alles Forschung, da kann alles, da muss nichts und da sind wir ja offen. Deswegen forscht man ja. Weil das habe ich ja jetzt hier selbst konstruiert. Mechanik hoffentlich, also dass das passt mit den Dimensionen. Also es ist relativ klein. Nikola Tesla hat das, glaube ich, mit 45 cm Durchmesser gemacht, also so Riesenscheiben hat der, genau, das kriege ich gar nicht aufs Bild drauf. Genau. Und das ist eine kleine Version. Aber gut, dass ich jetzt die jenseits von 10.000 Umdrehungen betreibe, das ist sowieso zum Scheitern verurteilt.
Aber Nikola Tesla hat die mit fast 100 bis 200.000 Umdrehungen betrieben. Also 100.000, nicht 10.000. Aber das ist unfassbar. Das ist Überschallgeschwindigkeit am Rotor. Das ist, da brauchst du, ich brauche jetzt mehr so Stifte. Das sind die Stifte, da habe ich die nicht da. Jetzt habe ich die aufgeräumt. Ja, aber dann habe ich sie aufgeräumt. Wir haben ja jede Menge davon. Und das ist schon, das schaut schon cool aus. Also selbst wenn es nicht funktioniert, ist das Ding sehr dekorativ. Ja, Sarafinchen, bis gleich. Frühstück machen. Bist du so ein Langschläfer? Nicht ansprechen vor 10 Uhr, keine Ahnung. Ja, verstehe, wenn man vielleicht unruhig schläft oder so. Das ist echt der ganze Tag im Arsch, weiß ich, was bei dir war, keine Ahnung. Aber manchmal geht es halt einem so, dass du wirklich erst um 12 Frühstück hast. Weiß ja nicht, wie dein Ernährungsplan ist, oder sagt man da, Zeitplan. Boah, Alter, schau dir das an, das ist ja voll geil, oder? Das ist ja, da meint man, dass da, keine Ahnung, 4000 Bar Druck drin herrscht. So wie ich das verschraube. Aber ich möchte es halt, jetzt sehe ich bloß handfest, das ist ja egal. Da kommt rein, du. Ich habe jetzt da keine Löcher vergessen. Jetzt ein bisschen doof. Jetzt ist eine Loch versetzt. Come on! Ernsthaft? Das eine Loch ist versetzt. Deswegen passt es nicht rein, weil es versetzt ist. Krass. Okay, habe ich einen Konstruktionsfehler gemacht. Okay, interessant. Guck, passt nicht. Das Loch ist versetzt. Hä? Konstruktionsfehler, man sieht, da ist der Abstand größer und da ist er kleiner. Egal, passt, wunderbar. Aber es ist wenigstens, das war sogar kein schäbiges Teil. Oder habe ich es falsch eingebaut? Nee. Ich krieg's nicht auseinander, es ist so verkeilt mittlerweile. Ja, das soll der Sinn und Zweck sein, dass ich es bei 12 Schrauben nicht mehr auseinanderkriege. Nee. Das ist krass. Passt nicht. Hab ich falsch konstruiert. Ja, aber warum? Ist nur das eine Teil, oder wie? Aber das andere Teil muss ja dann auch nicht passen, die andere Welle. Hä? Ach, habe ich es verkehrt rum? Ich habe spiegelverkehrt eingebaut, oder? Falsch rum. Jetzt macht das Sinn. Jetzt geht's auch zusammen. Okay, ich sehe schon, ich brauche ein bisschen das Teil zu konstruieren. Also machen wir mal das Fenster zu, das ist jetzt so kalt. Ich hole mal den Lüfter rein. Oder brauche ich einen anderen Platz dafür? Irgendwie da oben. Kannst du hier Platz machen? Sieht ja fast prädestiniert dafür aus. Ich hoffe, dass das jetzt nicht runterfällt oder so. Dann machen wir die Pumpe aus. Sonst nervt das hier. Oh, das ist runtergetropft hier. Wasser! Naja, das ist Wurst. Ja, cool.
Ach so, weil jetzt hier unten noch. Naja, das ist egal. Ich wieder verkehrt rum drauf bauen, beziehungsweise das kommt ja ziemlich zum Schluss drauf. Jetzt kommt erstmal das Hauptsegment mit den Dingern. Und dass ich es einigermaßen idiotensicher gemacht habe, dass ich nur eine Richtung zum Einbauen für die Schrauben gemacht habe. So, legen wir es hin. So, und was ist das eigentlich? Ja, das ist einfach das bei 12 Schrauben. Du kriegst niemals alle Schrauben auf einmal durch. Das kannst du fast vergessen. Wie viel habe ich eigentlich? 12 Schrauben, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Das meint man immer, dass was schnell zusammengesteckt ist, aber das musst du wirklich Schicht für Schicht machen. Sonst kriegst du nichts drauf, weil es ja so wappelt. Ah, kleine Tesla-Turbine. Ah, schön. Ich weiß nicht, das ist allein schon was zum Herzeigen, so ungefähr. Ha, keine Ahnung, ob es wirklich funktioniert. Schicht für Schicht. Nee, hat heute eine Zahnreinigung und darf bis jetzt nicht frühstücken. Oh, mit Betäubung oder wie oder was? Aber nicht hochheben, nicht hochheben. Ach, die Ecke fehlt ja, genau, das war unser erstes Teil. Wellenlagerung, Fluidaustritt und dann kommt der Deckel drauf. Aber ich muss ja die Welle noch reinmachen. Also verdammt, die kommt jetzt hier irgendwie rein. Das wird so ein bisschen wahrscheinlich eine längerwierige Geschichte. Machen wir hier nur ganz flache Muttern drauf. Oder normale halten, damit das nicht am Gehäuse ansteht. Was wahrscheinlich der Fall sein wird, dass es am Gehäuse ansteht. Weil die wahrscheinlich tiefer als 4 mm sind. Mache ich das halt bündig möglichst. Gerade so viel, dass die Mutter volle Kraft hat, aber zugleich, dass keine Welle übersteht. Jetzt werde ich hier wahrscheinlich Probleme haben, oder? Jetzt steht das über. So wird es dann gelagert. Unfassbar viel Reibung. Oh mein Gott, scheiße, da hätte ich ein bisschen mehr. Da muss ich noch irgendwie einen Zwischenteil reintun. Vor allem, weil das natürlich hier, wenn man sieht, dass die Mutter zu hoch ist, in der Flucht her. Höher als 4 mm, um mein Lineal. Oder exakt 4 mm, oder? Na, könnte sogar ein bisschen kleiner sein. Passt drauf. Haben wir hier. Und dann kommt das da so rein. Ja, das ist eben das, wenn es nicht gescheit hier ausgeschnitten wurde. Macht man eigentlich überhaupt nicht sowas, weil das ist absoluter Murks, aber wie gesagt, zu Forschungszwecken ist es erlaubt. Und ich bin keiner Rechenschaft schuldig.
zu genau gearbeitet. Jetzt geht es wahrscheinlich nicht rein hier. Ah! Wie sollen die da drin laufen? Oh mein Gott. Nee, da gar keine. Naja, die reibt sich schon frei, sag ich jetzt mal. Oh mein Gott, die geht ja nicht. Wahrscheinlich zu, ja, wie gesagt, zu genau gearbeitet wieder. Ich würde es einfach mal so machen, ich würde es einfach mal fixieren. Das könnte man in einer Schraube auch machen, oder habe ich so eine lange Schraube? 7 mal 4 ist 28. Und der 35er Schraube vielleicht. 30er, 35er. 35er. Aber ich habe sowas nicht. Habe ich eine 35er im 5er Schraube? Im 5? Ne, das ist im 4. Das ist im 5. Na, aus der Restekiste. Nee. Bist du 35? Hallo? 35? 25. Bist du 35? 30, noch länger. Das ist eine 4. Das ist eine 4 auf Schraube. Muss ich jetzt mir selbst eine bauen oder wie? Das vielleicht? Nö, viel zu kurz. Das ist eine 4. Ja, das ist eine 4. Okay, ich komme nicht drum rum. Fliege. Die Fliege. Ja. Mal gucken. Beziehungsweise brauche ich einfach noch eine für die Welle, also noch so ein Plättchen. Noch zwei. Damit ich einfach da mehr Spiel habe von dem Ganzen. Verdammt. Cool. Okay, dann ist die Welle mal hier fixiert. Handtisch. Ich glaube, auf einer Seite lasse ich mal die Abdeckung herunten und dann ist mir das egal. Wenn das Ding da drin laufen soll, ist mir ein Rätsel. Ich glaube, ich habe das zu groß gemacht, zu eng, zu genau. Wieder mal. Thank you.
Okay. Brauchen neue Rotorblätter. Das heißt jetzt, ich designe die einfach ein bisschen kleiner. Also ich schmeiße raus, weil sie ja gleich sind. Also quasi das 1 umändern. Pass auf, wie viel Luft machen wir jetzt dazwischen? Ein Millimeter, zwei Millimeter. Das ist jetzt der Radius. Der Radius ist 40. Dann machen wir 1 vom Radius weg. Ach komm, auch 2. So genau geht's auch nicht. Von links ein bisschen Spiel von Fertigungsungenauigkeiten. Und wenn es ist, kann man die Rotoren immer noch tauschen. Ne, bitte komplett. Einmal komplett kopieren. Schmeißen wir raus, beziehungsweise färben wir sie grau und erkennen das nicht. Dann, achso, ich habe das falsche Fenster auf. Das wollte ich haben, genau. Bitte schön anordnen, anordnen. Nein. Eine Zeile. Genau. Ausrichten. 2 mm jeweils. Bei Herrn, dann haben wir die auf 76 reduziert. Ja gut, 2 mm ist nicht viel auf jeder Seite. Das soll ja drin laufen, das reicht schon, wenn die blöden Dinger hier nicht haben. Nein, nimm es nicht an. Das ist sehr gut, ob es in der Datei drin ist. Das ist sehr gut. Ja. Dann lesen wir das mal kurz aus. Jetzt haben wir einfach Musik hier. Schön. Ja, gerade noch im Rum überlegen. Mit der Lagerung. Ich glaube, es sollte bloß die Welle lagern. Muss ich den Rotor jemals auseinanderbauen? Wäre das nicht klüger? Man würde das einfach zusammenleimen. Dann hätte ich das Problem nicht mit dem Abstandsdinger hier. Senkkopf wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber ich muss ja Muttern auf einer Seite zumindest draufbauen. Welle, verkleben, glaube ich, wäre das Beste. Aber da muss ich wieder so lange warten. Muss ich am Tag warten. Keine Zeit. Ist schon cool. Oder ich verklebe sie mit Holzbolzen oder so. Naja, ist egal. Wir brauchen auf alle Fälle die kleineren Scheiben. Na, dann gehen wir zum Laser rüber. Ich muss den Laser zuerst wieder anschalten, damit wir alles hier haben.
jetzt mal Lüfte raus tun hier. Piene runter. Genau. Und bitte. So, jetzt tun wir mal den Laser initialisieren. Er hat ihn erkannt. Ich brauche dann noch die blöden anderen Bauteile, ne? Das heißt jetzt, machen wir das am blödesten. Ich baue noch die zwei anderen Bauteile gleich dazu. Zwei, dann machen wir das auf den eigenen Namen. Achso. Zwei. Muss ich das nur kurz designen? Das sind so Leute. So machen wir das. Ich habe es jetzt extra abgespeichert. Jetzt brauche ich hier nochmal andere Dateien. Schon mit dem Auslass. Hier ein bisschen Spiel. Das Ding hier. Ganze zweimal. Ganz Eck. Ganz Eck. Und ein bisschen anlocken. So noch eine Zeile. Bisschen runter. Zeitisch. Passt schon. Da kommt die Einstellung. Das da. Das ist der Beste. Nee. Aber diese Wellenhalterung sollte, der Auslass sollte anders sein. Und dann muss ich das anders konstruieren. Genau. Hier, da so. Zum anderen mit der Füllung. Immer das Gleiche. Du sollst immer das Gleiche machen. Nicht Füllung, Kontur. Auch nicht dunkel. Fangen wir da an, wenn ich eine Seite gehabt habe, möchte ich natürlich möglichst nicht haben. Ist das kurz in der anderen Datei? Sieht das jetzt nicht. Das ist 25 und vielleicht dann 25. In der Ausbildung. Wir gehen ganz runter. Und das ziehst du mir jetzt bitte von diesem bitte so Fahrtdifferenz. Nein. Muss ich das so machen, okay. Das was ich weiß, das weghaben will, muss ich einfach irgendwie ebnen. Und jetzt dich und Differenz. Nein, will er immer noch nicht. Zu auswählen. Ach so, das erkennt er mich als Holding. Ja, das ist natürlich doof, weil das muss ich natürlich mit dem machen, oder? Das erkennt
Also zwei ist hier ausgeschnitten. Jetzt muss ich den Kreis von der größeren Form abziehen. Ja, genau, jetzt habe ich hier einen Auslass. Ein bisschen größer ist das andere, jetzt wurde das neue Teil konstruiert. Genau, das ist ja dann so wie ein Schlüsselloch, sieht das eher so aus. Kopieren. Bisschen auf Abstand setzen, mal als Halbtisch. Dann auf Größe speichern. Okay, jetzt müssen wir natürlich hier nur initialisieren, beziehungsweise Reload Design File und dann kommen wir wieder ein ganzes Projekt hier. Naja, egal. Ich muss ja fast die Route, ja die Dichtung, das muss sich einschleifen. Ach, das ist ja eine andere Datei, was ich jetzt hier gemacht habe. So, hi. Genau. Bin da und esse jetzt in Ruhe. Bis gleich. Super. Und Gurden. So, haben wir das jetzt hier auch. Der Vogel war sehr okay, jetzt sehe ich gerade, jetzt habe ich hier ein bisschen Konstruktionsfehler drin. Das können wir schnell, ganz schnell rauswischen. So. Man kann man das sehen. Design-File und jetzt wird er das Teil verschwinden lassen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hier weiter nach links anordnen. Aber jetzt ein paar Millimeter. So, dann geht das zum Laser rüber. Nee. Ja, okay, das Eck da oben ist jetzt egal. Ich würde es ja nochmal ausmessen. Das Eck da oben ist egal, weil das fällt sowieso raus, weil das Teil nur rund ist. Da kommt die Rundung bei dem unteren Teil. Und das sieht genau wieder auf der Kante. So muss morgen. Das Teil hat gerade 10 Kantenlänge, ne? Anders geht hier noch nicht. Ist jetzt das 180 ist es hoch, so hoch fast das ganze Ding. So, hier so ein bisschen das Lesen, ja. Ja, da zuckt er schon, er will schon arbeiten, er ist schon nervös, der Laser. Und los.
mal Licht aus hier. Uhu. Das will ich auch dann mal Mittagessen holen. Ja. Ah, okay, wir können dabei schon mal die eine Turbine zerlegen. Butterblatt. Mahlzeit. Ja, werde es dann auch schon langsam Schluss machen. Ich habe auch schon langsam Hunger.
So. Ist das Teil auch ausgeschnitten? Julio. Schauen wir gerne rüber hier. Sieht doch astrein aus. Mehr. Ach, das ist wieder Kacke. Man sieht sich hier die ganzen kleinen Schnipsel an. So. Wir haben keinen Platz mehr. Toll, jetzt habe ich wieder hier einen, der nicht rausgehen will. Das ist doch fies. Nee, das ist nicht rausgerissen. Das ist doof. Nein, nicht einreißen. Ich glaube, das Teil muss ich neu machen. Nervetest, wie getötet ist. Oder? Verdammt. Ja, das ist eben, das reißt aus und dann ist es vorbei. So. So. Ach, verdammt. Habe ich das falsch designt? Bleibt bitte alle drin, danke. Ne? So, passt das schon. Nach unten losgehen. Genau. Genau. So. Aber wir müssen zuerst die Welle reinbekommen. Die neue Welle. Komm raus. So. Cool. Und die passt auch dann hervorragend dazwischen. Ich habe das schon mal hier montiert. Mal hier mal zu, wir haben genau den Senkel. Einfach so stehen bleiben. Und nicht wackeln. So.
schön strecken. Ja, ja. Immer strecken. Ganz normal. Juhu! Ein bisschen Spiel passt sie. Aber jetzt steht es natürlich wahrscheinlich da hinten an. Aber dafür habe ich einen tollen Trick. Das Teil noch rein und das ist fein. Das ist schon krass. Das ist wirklich krass. Okay, muss es so liegen lassen. Das kann ich nicht montieren. Und vielleicht. Hier die Aussparung mit der gleichen Breite einmal wieder auslass und zum anderen dieses Teilchen mit der Breite von der Welle, also von dem Abschlussteil, Durchmesser. Und wenn du so wenig Teile drin hast, sperren sie dich wie Sau, die blöden Dinger hier. Du kriegst nicht rauf. Cool. Und dann hier die Welle an, also den Wellendings an sich. So, so rum. Dann hat das Ganze ein bisschen mehr Spiel. Und ich hoffe, dass mir die ist hinstellen vielleicht. Und vielleicht verkehrt rum. Geht das besser? Geht sogar besser. Genau, hier das erste Auslassteil. Und genau, jetzt die Welle hier, jetzt darf ich es bloß nicht so rumdrehen. Wellenhalterung. Und wo ist jetzt die Spitze? Jetzt habe ich es verkehrt rum. So rum. Genau, so rum. Gehen wir es einfach mal so. Nee. Was habe ich jetzt hier für? Ach, wahrscheinlich habe ich es verkehrt und jetzt zusammengebaut. So rum. Ist drauf. Okay. Immer wieder gerne. Passt immer wieder gerne. Das ist echt verkehrt rum hier zusammengebaut, oder? Nee. Das ist eigentlich idiotensicher. In weiser Voraussicht hat das der Vergangenheitswaschbär schon an mich weitergeleitet. Wenn ich so ein Ende dann behalte, die Dinger, dann sollte es eigentlich relativ fix gehen. Welle und dann Auslass, aber zuerst muss natürlich die Welle montiert werden. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Wunderbar! Cool!
dann dreht sich das so und dann ist es cool. Aber ich werde wahrscheinlich erst die Schrauben abschneiden müssen, die da. Das ist jetzt der Wellenhalter. Das ist natürlich übelst ohne Kugellage, übelst. Boah, das reibt halt übelst, aber naja. Nee. Ich baue jetzt erstmal einen Unterrohform zusammen. Sodom, wollte ich gerade sagen. Sodom sind die Auslässe. Genau. Ja, genau, das haben wir fast gedacht, weil es natürlich zu klein ist und die Schrauben zu lang. Ich krieg die Krise. Und ich habe Hunger. Okay, ich nehme nochmal die Dinge raus, die Welle, und säge die Dinge ab. Die überschüssigen. Oder habe ich da keine einfache Möglichkeit? Ich schraube die lang genug, wer habe ich jetzt nicht hier? Naja, ist ja Prototyp. Das sei es mir verziehen, dass ich das so löse. Sägen wir es doch mal kurz ab. Ich brauche hier meine Säge. Gucken wir mal, ob ich es so absägen kann. Edelstahl, super. Ich glaube, ich mache den Ton aus. Sonst ist das. Gebt es euch auf den Senkel. Wo ist jetzt der Ton? Da ist das Mic. Oh, bis gleich.
Ja, genau. Ein Akkuflex in der Wohnung. Zur Mittagszeit. In meinem Vertrag steht drin, in meinem Mietvertrag, dass ich mittags keinen Lärm machen darf. Sowieso waren sie mit der Säge jetzt gerade. Obwohl. Ja, aber das wäre albern. So, dann passt es hier da rein, hoffentlich. Könnte man einen Ton anmachen, damit du hörst, wie ekelhaft sich das anhört. Dass die freiwillig muten. Ist, glaube ich, ein Phänomen. Was musst du nicht einen Ton anlassen oder Akkuflex raustun? Sag mal so, als Zuschauer, ja, mach doch, weil es mich nichts angeht, so ungefähr. Eine Überlegung ist es wert, ja, natürlich. Das sind die beschissensten Ideen, die geilsten Ideen, das ist ja klar. Jetzt ist mir warm hier. Im Sägen wird der einfach warm. Vor allem ist es ja Edelstahl, bis du da mal durch bist. Nur zum Anzeichnen, aber ich muss ausbauen, also so hast du keine Kraft. Genau deswegen, weil es abrutscht. Nee. Ausziehen. Ja, ja. Das gefällt euch, aber ihr wisst ja, wenn ihr dann später nochmal die Wiederholung anschaut, im Bett, die Hände über der Bettdecke, ja? Ist das klar? Keine Schweinereien hier. Anziehen. So, jetzt müsst ihr selber muten. Jetzt habt ihr ja verspielt. Jetzt müsst ihr selber muten. Ganz heiß. So, eins. Eigentlich müssten wir jetzt noch das schön abfeilen, aber nachdem das ein Test ist mir das jetzt relativ wurst. Ja, ich habe glaube ich einen Kompressor drin, ich weiß gar nicht. Also vom Ton her, von der Lautstärke, dass wenn ich zu laut rede, dass es komprimiert, quasi, dass es leiser wird, und wenn ich zu leise rede, dass es hochdreht. Quasi so ein bisschen Puffer. Kompressor heißt das irgendwie. So, 2 von 3. Wir haben es schon markiert, oder? Ja, hier kann ich es nicht drüber. Ja. Und der letzte. Jetzt sind wir eh schon warm gelaufen hier. Der Akkuflex ist unfassbar. Yo, Bro. Lass dir schmecken, den Burger. Bis bald. Schönen Urlaub. Gute Fahrt. Und wünsch dir keinen Stau und stressfreie Ankunft. Herrlich.
Vielen Dank fürs Zusehen. So, ja, ich werde dann auch bald aufhören, weil jetzt habe ich echt Hunger. Erstens das und zweitens weiß ich noch nicht weiter, wie ich das am doofsten machen soll. Das möchte ich. Ach, wunderbar. Sehr schön. Aber die Platte muss ich neu machen. Die gefällt mir nicht. Die ist ein bisschen ausgerissen an der Seite. Und mal gucken. Aber so wie das Ding aussieht, wird es sowieso ein Himmelfahrtskommando. Wenn ich da mal richtig aufdrehe mit der. Jetzt will ich erstmal den ganzen Metallstab. Ja, das ist halt irgendwie so einen blöden Sägen. Hast du über den diesen Metallstab hier, den Feenstaub. So. Jetzt tun wir hier mal die Welle rein platzieren. Ja. Cool. Coolio. Dann tun wir erst die Halterung. Und dann ist es erst einmal gut für heute. Oder für ein. Ja, so. Ja, doch. Das frisst sich halt. Ich glaube, das wäre eher ein Deko-Ding. Eher so ein Deko-Teil. Ne? So rum. So rum. Ah, ich habe schon gewusst, wenn man das mit Arretierung macht. Ja, auch Feenstab, ja. Alle gehen essen und du nicht. Ja, nee, das ist so schlimm ist es nicht, aber nicht wegen dem Essen, sondern irgendwann ist auch mal gut mit dem Basteln und so. Zum Beispiel bloß, dass ich das da drin drehen kann. Ach, ich habe doch. Habe ich jetzt noch? Nee, den habe ich ja drauf, den einen. Hey, doch noch so wenig Platz. Okay. Sperrt sich die auf der anderen Seite? Muss ich gucken, jetzt kommt noch die Abdeckplatte drauf und dann sind meine Schrauben jetzt zu kurz. Viel fehlt da nicht. Hui. Okay. Dann tun wir hier Karosseriescheiben drauf und die normalen Muttern. Aber ich habe gar keine Wellendurchführung. Die Welle fehlt ja in dem Sinne, fehlt ja noch. Nun gut, die Welle ist ja die drei Dinge, was ich jetzt hier zusammengeschnitten habe. Okay, du willst mich. Vielleicht eine andere Mutter. Dient ja nur zur Fixierung. So. Hey. Einlass? Auslass? Oder? Ja. Je nachdem, in welche Richtung man sie betreibt. So. Jetzt kann ich sie gar nicht drehen, weil ich keinen Zugriff drauf habe. Aber sieht doch ganz witzig aus. Ja, pressen muss man sowieso, das wird sowieso, ja, das passt schon so, das ist ideal, das ist super. Das zieht man fest, natürlich muss man es festziehen, das ist alles bloß handfest. Dafür sind ja auch die vielen Schräubchen gedacht, dass das alles gleichmäßig drückt, damit ich eine gewisse Dichtigkeit erziele. Ich denke, Holz hat den Vorteil, dass es natürlich aufquellt, wenn du es ins Wasser tust. Und das spielt man wahrscheinlich bei der Dichtigkeit in die Karten. Und sowieso ist das Brett, wie gesagt, die Schrauben und die 5, also das ist ja wahrscheinlich viel zu überdimensioniert eigentlich. Das ist ja Wahnsinn. Aber dass sich eben der Druck gleichmäßig verteilt, deswegen die vielen Schrauben. Genau. Aber ich möchte jetzt das Ganze mal hier weg haben, die Abdeckung, weil ich möchte ja schauen, dass es irgendwie rotieren kann. Jetzt habe ich aber gar keine Druckluft da, dass ich es irgendwie mal probieren könnte. Jetzt pass auf, die Abdeckplatten tue ich jetzt vorne und hinten weg. Ja gut, das ist blöd. Lassen wir es auf einer Seite. Lassen wir es mal so. Kann ich das Teil jetzt da rotieren oder hängt das fest? Oh, das ist schon extrem. Also das ist ja, ungeeignet, würde ich sagen, weil es kann ja gar nicht laufen. Ich brauche wahrscheinlich ein Kugellager. Welch göttliche Erkenntnis. Das war mir vorhin rein schon klar.
Kann ich jetzt hier eigentlich noch eine Mutter drauf tun oder habe ich das verbaut? Ne, super, kann ich sogar eine Mutter drauf tun. Okay. Muss auf der anderen Seite auch die Abdeckung runterpfiemeln. Die Abdeckung ist nett, aber ist momentan natürlich hinderlich, weil es den Zugriff abdeckt, was es ja soll. Vielleicht machen wir es nächstes Mal aus Acryl. Wenn es funktioniert, machen wir es aus Acryl. Ja, Plexiglas, viel toller. Dann machen wir die Hutmuttern drauf, das ist eigentlich fast. Na ja, gut, wenn es so dünn ist, dann nicht. Blöd darfst du sein, zu helfen musst du dir wissen. Wenn man es einzeln macht, ist kein Thema. Gut, in dem Fall ist es wurscht. Machen wir es so. So gefällt mir das besser. Ein bisschen doof, aber ist egal. Habe ich dich vergessen? Ich habe dich vergessen. Die Platte runter. Für das haben wir das jetzt alles gemacht. Jetzt habe ich Zugriff drauf. Jetzt kann ich die Welle durchstecken. Wo ist meine Welle? Da ist die Welle. Das ist natürlich auch viel zu lang. Habe ich nicht irgendwo eine kurze Welle, irgendwo ein Reststück oder so? Gucken. Gucken mal. Gucken mal da. Nee. Aber es ist egal, dann habe ich jetzt hier ein bisschen, wie sagt man da, okay, muss ich mal so montieren jetzt erstmal. Das ist jetzt der erste Test. Große Mutter drauf. Kann ich da überhaupt irgendeine Beilockscheibe drauflegen? Ist das überhaupt möglich? Oh! Gerade noch so. Okay, interessant. Nehmen wir mal so. Naja. Ja. Nein, so nicht. So hinsetzen. Sonst wäre es alles für die Katz gewesen. Okay, jetzt brauche ich fast. Jetzt muss ich fast anders machen. Okay, jetzt tue ich es erstmal fixieren. Zumindest, dass nicht mehr komplett auseinanderfallen kann. So. 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 Und so. Haben wir hier auch schon. Serafinchen, vielen Dank fürs Zusehen. Hab einen schönen Tag. Lasst dir gut gehen.
Ich wünsche dir was. Schnecke. Wenn ich hungrig bin, werde ich aggressiv. Naja, so schlimm ist jetzt auch nicht. Bitte, bitte. Okay, dass die Sunde nicht lang ausfallen. Naja. Das ist, schaut echt richtig Hightech-mäßig aus und wow und. Bis dann. Zusammenschrauben, das Ganze hier. Mal, ich schraube in die Fernseher mal. Bzz. Bzz. So. Dann können wir die Fälle, ich muss das anders machen. Sonst mich hier. So toll, also ich mache jetzt hier einfach mal einen Drehtest quasi, wie weit, dass ich die. Ist jetzt hin, auf meinen Stuhl hier. Wie weit die das sich drehen lässt. Wahrscheinlich hat es übelste Reibung. Ja, ich muss wahrscheinlich eh nochmal komplett neu machen. Also muss das komplett neu machen, aber relativ viel neu machen. Genau, das mache ich so, dass das passt. Ungefähr. Dass nicht so viel drüben raussteht. Dann machen wir hier eine Beilagscheibe drauf und zwei Muttern zum Kontern. Hätte ich auf der anderen Seite auch machen können. Naja, egal. Gut, jetzt komme ich doch fast nicht mehr dran, oder? Sollst dich drehen und nicht aufgehen. Vielleicht eine andere Richtung. Ziehst dich du dann fest, wenn ich auch nicht drehe. Ah ja. Gott, die sperrt sich ja komplett. Er sperrt sich ja komplett. Ne, da müssen wir noch eine. Genau das habe ich befürchtet. Da müssen wir noch eine. Ach, ich fast irgendwann. Handschuhe vielleicht. Ich habe keinen Bock, dass meine Hand jetzt dann noch den Metall da spinnt, beziehungsweise mit dem Finger verdrück. Nee. Nee. Fingerzeiger sind drin. Ne, kann ich nicht da drehen. Na komm schon. Nee, das steht einfach an. Okay, der Rotor dreht sich nicht. Was ich befürchtet habe. Jetzt mache ich an der Stelle einen Schnitt. Das sieht ja ganz witzig aus, das Ding. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich mache jetzt Mittag. Der Waschbär macht Mittag. Nami Nami. Und hier ist schon mal, wie gesagt, der vorläufige Prototyp einer Tesla-Turbine, die natürlich noch nicht funktionsfähig ist, aber schon mal
gewiss in die Realität schon mal ein bisschen umgesetzt worden ist, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und es kommt ja auf darauf an, dass man es konstruiert. Und nicht, dass schon gleich hier ein fertiges Produkt rauskommt. Ja, doch, wäre natürlich ein Vorteil, aber es ist ja bloß ein Spaß hier. Ja. Genau. Haben wir das. Stay tuned, wie sagt man da, bleibt dran. Und bis zum nächsten Mal, bis ich hier wieder weiterschraube, weiß ich nicht. Vielleicht heute, vielleicht morgen. Vielleicht schmeiße ich es auch auf den Müll. Nee. Aber es ist schon ganz gut geworden. Vielen Dank fürs Zusehen. Oh, bis dann. Ciao, ciao. Schönen Tag noch.